So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Production Line. In der letzten Folge haben wir hier das Let's Research abgeschlossen für mehr More Robots. In dem Fall gehen wir jetzt hier mal auf unser vorhin schon begonnenes, was wir da hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir denn begonnen. Safety Features, das machen wir jetzt erstens zu Ende. Dann haben wir das, wir haben hier auch neue Büros aufgebaut noch zusätzlich. Das heißt, es sollte auch im Moment schneller gehen. Oder ein Tucken schneller gehen. Als nächstes werden wir dann die Paint hier nochmal freischalten, damit wir hier sehen, was geht. Dry Undercoat ist ziemlich teuer. Ist ziemlich lange. Also kosten tun alle Stationen ungefähr dasselbe. Das Dryen ist halt extrem langwierig scheinbar. Das heißt, da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal zwei, drei Stationen dann von jedem hinsetzen. Aber anfangen können wir dann ja gleich mit dem Bau. Dann können wir halt hier gucken, wie weit können wir halt gehen. Und das wäre dann in dem Fall die Achse, genau. Die linke. Ne, die vordere. Die hintere. Dann den Drive Shaft, den Under Cage und vom Fuel Tank, der dauert 4 Minuten. Die müssen wir wahrscheinlich auftanken, das heißt also Fuel Tank ist damit abgeschlossen. Das heißt, wir haben das Chassis soweit schon mal fertig. Ja. Das heißt also, das können wir hier mal aufklappen. Dann machen wir den hier erstmal wieder zu. Dann klappen wir das hier mal aus und schauen einfach mal, wie schnell was geht. Das heißt also, 3 Minuten hätten wir hier wieder für die nächste Production. Das ist Fit Body Shell. So, dann die Hood. Genau, dann Trunk. Dann die Bumpers. Das wären wahrscheinlich 2 Stationen. Das heißt also, ich lasse mindestens einmal frei. Dass wir den Bumper dann ausbauen können. Was hatten wir hier? Bottom. So, das heißt, dafür bräuchten wir dann auch garantiert nochmal ein bisschen Platz. Arches, dann die Vent. Und dann beginnt das Roof. Davon bräuchten wir 1. Die Door. Ah. Das ist jetzt sehr gemein. Door Panels. Dann die Windows. Das ist da. Das ist auch da. Und jetzt würde normalerweise die Paint, also der Paint Job kommen. Das heißt, der Body ist hier auch schon mal fertig. Jetzt bauen wir hier natürlich noch die Conveyor Belts zwischen. Das können wir erstmal ausschalten. Genau, und da wo wir dann halt so ein paar Station mehr drin haben, müssen wir halt mal gucken, wie viel wir da machen können, ne? Resource Importer, ganz nett da hinten auf der Ecke. So. Zack und zack. Und dann zack. Dann haben wir hier unsere erste. Oh. Unsere erste Abteilung. Da hätte ich doch vielleicht mal ein bisschen drauf achten sollen.
wo wir jetzt hier Geld machen könnten. Weil jetzt eigentlich erstmal alles da ist, was wir brauchen. Nehme ich den Kredit noch auf. Wir haben noch zwei Fahrzeuge, die auf Halde sind. Derzeit werden ja dann auch erstmal Resources importiert. Da müssen wir halt langsam mal gucken, ob wir sagen, wir bauen das jetzt alles selber. So, Geld ist im Überblick. Safety ist okay, wir müssen mal kurz... Jedes Mal, wenn wir okay drücken, dann ist das okay. So, das heißt also, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Bumper sind da. Das wäre eigentlich noch das, was wir jetzt hier researchen können. Zwei Autos sind noch auf Halde. 36.000 haben wir. Okay, eins ist immer noch auf Halde. Das heißt aber, langsam kriegen wir den Bogen hin. Stopp, hatte ich nicht eigentlich vor, als erstes den Paint zu machen? Stopp, 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 stopp. Paint, das wollte ich. Weil das geht auch noch relativ schnell wieder. Das heißt, da wären wir dann auch auf der sicheren Seite. Dass, wenn wir die Paint haben, dass auch alles läuft. So. Genau, das heißt also, wir haben jetzt hier vorne die erste funktionierende und vor allem schnelle Produktionslinie, ne? Also die ist wirklich ratzfatz. So wie das scheint. Das Problem ist, dass wir gleich am Ende sind und noch nicht mal die Paint erforscht haben. Wo halt gucken müssen. So, stopp. Jetzt gucken wir erstmal, ob bei Paint jetzt alles da ist, was wir brauchen. Das Polish haben wir noch nicht. 14, 16, 16. 30, 30, 30. So. Paint ist hier. Dry ist hier. Paint ist da. So, sorry, aber... Hier müssen wir dann auch mal schauen. Wartet, load. Autosave. Wir laden kurz das Autosave. Weil da haben wir uns echt in die Miese gerammt. Dass wir mit der Paint das gemacht hatten. Also wir hatten Paint Research. Jetzt habt ihr außerdem auch mal gesehen, wie schnell man hier ins Minus kommen kann, ohne dass es einem auffällt. Das heißt, Paint müsste dann gleich fertig sein. Expansion, Robot. Robot ist okay. Das sind auch die Roboter. Die können wir dann einsetzen, sobald wir Sachen zusätzlich haben. Dann kann man auch danach schauen. Zwei Fahrzeuge haben wir immer noch auf Stock. So, Paint sollte gleich fertig sein. So, das war die Paint. Dann können wir hier anfangen, mit dem noch das zu Ende zu machen. So, dann läuft jetzt hier erstmal die Production Line halt voll. Aber dann haben wir halt erstmal Geld. Ja. Weil Paint Code ist ja in dem Fall der. Ich überlege gerade, ob ich das hier wieder dran setze. Ja. Den da. Das Zeug ist echt so schweineteuer. Ja, 14.000 hier alleine nur fürs Linien eben bauen. So, 42.000 haben wir noch. Ich hoffe, dass jetzt der Rest hier reinkommt. Und dann können wir hier eigentlich auch diese Sachen, Fit Accessories und sowas, können wir dann jetzt auch bald aufteilen. Electrics haben wir ja schon.
Was haben wir hier gesagt? Die Accessories, die können wir dann als nächstes researchen nochmal. Worunter ist denn das? Ja. Ja, dann Drying Faster wahrscheinlich oder sowas. Ich habe keine Ahnung. So, wie sieht's hier aus? Das erste Fahrzeug der neuen Produktionslinie ist lackiert. Wird jetzt gedried, aber das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir da fertig sind. So, ein Auto haben wir immer noch auf Halde jetzt. So, dann gehen wir hier nochmal unter Paint. Dann machen wir Paint Finish. Setzen wir das wieder mittig. Setzen wir erstmal mittig. So. 2 und dann den. Ein Auto haben wir noch auf Lager. 2 haben wir drin. Wir müssen aufs Geld aufpassen. Wir müssen echt mega aufs Geld jetzt gerade aufpassen, weil sonst passiert uns nämlich genau das, was uns eben passiert ist. Der Vorteil wäre aber, wenn wir die Linie zum Laufen kriegen komplett, würden wir ungemein Geld machen. Weil derzeit kostet das hier eigentlich alles nur Geld, was hier läuft. 30.000, kann mir einer erzählen, wieso das hier so ein Schlenker macht? Demolish. Hier ist doch gar nichts. 40.000. Ja, 40.000 ist nicht ausreichend. Aber es gibt zwei Parts, die wir auf jeden Fall noch machen müssen. Damit das hier überhaupt läuft, ne? Das hätte ich doch hier gerne irgendwie aufgeteilt mit den Accessories. Nochmal. Ah, das haben wir schon. Fit Aircon. Wartet. Wo war die Air Conditioner? Wo war der Air Conditioner? Windshield Manufacturer? Nee, Axle Manufacturer? Nein. Paint. Erstmal hätten, müssten wir dann auch das hier noch machen. Und dann ist hier noch irgendwo die Stinkstufe zwischen. Also Fit Accessories können wir machen, nur das R-Horn noch nicht. Also wir nehmen uns jetzt den Kredit, dann haben wir es. So, wir mussten... Fit Engine haben wir auch alles soweit, ne? Ja. Okay, das heißt also beim Paint mussten wir jetzt noch bauen. Einmal den Dryer, den nächsten. Damit das geht, am besten halt 2. Von jeder. So. Genau, dann Polished lassen wir einen frei. Vielleicht sollten wir denn hier erstmal die Linie zurückgehen, weil hier kommt ja doch noch einiges rein, ne? Make. Genau, der Rest ist eigentlich nur noch das Bauen. Das sind auch unterschiedliche Schritte. Okay, das heißt, wir hatten jetzt das Polish. Also das Polish kommt noch. Das können wir dann aber hier rumsetzen.
Das heißt, wir haben dann hier etwas Platz. Und dann fangen wir an mit Engine. Und dann fangen wir hier an mit Rotate. Ich lasse jetzt hier erstmal. Was ist wie viel? 2 Minuten. So. Der Radiator, der kann dahinter. Der Exhaust kann dahinter. Das wären 3 Stationen. Das heißt, da lassen wir etwas mehr. Kostet auch 40.000. So, das Steering Wheel sind auch 2, 3 Schritte. Das heißt, also das hätten wir, den Engine Part hätten wir somit auch schon mal. So, das heißt 250.000 haben wir noch. So. Engine ist fertig. Das heißt, also hier können wir dann nochmal fortlaufen lassen. Wie viele Kredite hatten wir denn jetzt noch über? Einen hatten wir noch über. Okay, aber das sollte ja ratzfatz eigentlich jetzt gehen. Hier sind wir ja dann mittlerweile auf 6 Minuten runter. Das heißt, Engine war fertig. Nach Engine kommt Accessories. Das war eigentlich auch nicht so viel, ne? Nur noch Make. Make, Make. Und dann hätten wir den noch frei. Alter, wie schnell wir hier eigentlich unsere Linie haben, ne? Nein! Der letzte Engine Part. Das war der. Mit Rechtsklick zerstört ihr die scheinbar. Genau, der brauchte 7 Minuten. Das heißt, den konnten wir nochmal ausbauen. Und dann kommen wir jetzt hier zu Lights. Genau, Fit Light. Fit Horn. Fit Seat. Window. Dann lassen wir 2 frei. Und dann kommt Dashboard. Wie lange braucht Dashboard? 1 Minute. So, nach Dashboard kommt die Elektronik. Danach kommt der Quality Check und dann der Ausgang. Aua. Ich glaube, wir haben jetzt hier nochmal so ein Problem. Was hatte ich denn jetzt hier gebaut? Fit Electrics. Genau, der Quality Check kommt dann jetzt nur noch als letztes. Und der Export. 2 Punkte noch, die wir machen müssen. Dann sind wir hier auch sozusagen fertig. So. Okay, 12.000 haben wir. Und das wäre jetzt in meinem Bankrott, hätte ich nicht gestoppt. Das heißt also, wir sind jetzt hier voller Kredite, dann können wir das jetzt auch einmal durchbauen. Zack. Das heißt, der Quality Check kam jetzt hier noch. Also den Quality Check können wir brauchen 2 nebeneinander am besten. Und dann der Export. So.
Mal schauen, ob wir das Spiel jetzt noch geschafft bekommen oder ob wir sagen, wir sind jetzt hier echt am Ende von dem, was wir uns leisten können, beispielsweise. Und das geht gar nicht mehr. So. So, die ganzen Resources sollten jetzt auch durch den zweiten Importer auch kommen. Und dann sollten wir hier, sobald die hinteren Teile auch aufgefüllt werden, genug haben. Derzeit haben wir teilweise insufficient Resources, das ist blöd. Weil genau diese Sachen werden halt benötigt. Am Fahrzeug. Deswegen geht das da gerade nur so schleichend voran. So, wann kommen die nächsten Reifenteile? So, 157.000. Ja, jetzt sollte, das war das Bumper-Ding. Dann machen wir jetzt das mit den Wheels. Dann haben wir den auch. Also 158, zwei Autos haben wir noch auf Lager. 150, 149. 140. Ja, irgendwie kriegen wir hier keinen Export von Fahrzeugen hin. 150, 4 haben wir immer noch auf Lager. 160, 2 auf Lager. Okay, es will doch scheinbar. Das heißt also, wir könnten jetzt auf dieser Basis anfangen, Teile selber zu produzieren. Ja, 200.000. Jetzt funktioniert das auch mit dem Verkauf, wenn jetzt hier auch mal alle Teile dauerhaft ankommen würden. So, das heißt also, den machen wir beispielsweise hier mal weg. Stopp mal. Den machen wir auch nochmal weg. Machen wir auch weg und dann verbinden wir die jetzt, wenn die noch nicht verbunden sind. So, Resource, Conveyor. Ja. So, das heißt, der restliche Import erfolgt jetzt noch für die Teile, die fehlen, und die Teile, die wir jetzt am wenigsten haben, werden jetzt am meisten importiert. Durch den neuen Importer und werden dann halt dementsprechend auf die Linie verteilt. So, zwei Fahrzeuge haben wir, 245 haben wir jetzt auch. Was hatten wir denn gerade? Das Wheel hatten wir. Das heißt, das könnten wir jetzt eigentlich nochmal ausbauen. Fit Body, war das hier auch mit drin? Nee. War denn das Wheel? Da. Das sind jetzt drei einzelne Teile. Wheel Assembly. Das heißt, das könnten wir hier ausbauen. Wartet mal. Dann lassen wir das jetzt mal kurz leer laufen hier. Fünf Fahrzeuge haben wir auf Stock. Das heißt, wir sollten gleich nochmal nach neuen Möglichkeiten zum Verkauf schauen. Und dann sollte das auch gehen. So. Zack, 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 zack. Wheel erst die Break. Das jeweils einzelne. Ja. Drei. Zwei. Eins. Dann das Conveyor und hier dann das Conveyor drüber. So. Jetzt sollten die Sachen nämlich alle perfekt aufgeteilt werden. Das heißt, wir sollten dann immer mehr auf Vorrat haben, als wir in Wirklichkeit benötigen.
Genau, es kommt dann immer so viel nach, dass es gerade so passt. Von dem, was ist, hoffentlich. So, 262.000. Ja, passt doch schon wieder. Und ich bin schon wieder eigentlich viel zu lang. Ich wollte das eigentlich so ein 20-Minuten-Projekt machen. Jetzt bin ich ja schon wieder bei 25 Minuten. Ja, aber ihr seht, es funktioniert, so wie wir das haben. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir unter anderem dann mal gucken, dass wir diese ganzen Zeiten optimieren. Und vielleicht nochmal anpassen, wie wir das hier besser machen können. Vielleicht machen wir dann auch den Kostenpunkt weiter. Research sind wir ja noch am Polish Paint dran. Das heißt also, hier werden wir dann wahrscheinlich die Linie so ein bisschen verlagern, dass das irgendwie passt. Vielleicht werden wir hier auch sagen, lass die Linie leer laufen. Wir werden den Platz jetzt auf der neuen Linie ausschließlich nur noch nutzen, dass das halt alles passt. Und mir fällt gerade auf, ich habe das vielleicht ein bisschen dicht hier alles dran gebaut, weil hier schauen sich nämlich die Fahrzeuge beim Dry. Das wird auch eins der Dinger sein, wo wir da vielleicht hängen. Ja, wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Production Night. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.